Ja, wie der Titel heute schon sagt, befasse ich mich heute mal mit den Beautyboxen. Naja, eigentlich kann man es eher Sortimentsboxen von DM nennen, die DM-Lieblinge. Sortimentsbox sage ich deswegen mal, weil da wirklich alles drin sein kann, was DM zu bieten hat. Was zum Beispiel auch bedeuten könnte, dass ich als Katzenbesitzer auch mal Hundefutter drin haben kann. Es war, glaube ich, auch schon Spülmittel drin oder so. Ja, auf jeden Fall hatte ich durch eine liebe Freundin, du warst ja gemeint, ist, herzlichen Dank nochmal, das Glück, dass ich die letzten 3 Monate auch diese Box immer an meiner DM-Filiale abholen durfte. Kennt ja wahrscheinlich alle diesen wunderschönen pinken Deckel, der sich in einer großen bunten Umverpackung versteckt, Entschuldigung, in der diese Teile hier drin sind. Der Albtraum eines jeden Katzenbesitzers. Wenn ich mal eins davon übersehe, wenn ich aufräume, eine halbe Stunde später kann ich erstmal staubsaugen, weil meine beiden kleinen Katzen das total zerfetzen und überall in der Wohnung verteilen. Also ich denke mal, die Katzenbesitzer unter euch kennen das vielleicht. Ja, das ist heute meine letzte DM-Box. Auch wenn ich zu den anderen eher wenig gesagt hatte, wollte ich jetzt mal einfach mal zeigen. Wie immer, 5 wundervolle Produkte da drin, die eigentlich fast jeder brauchen kann. Warum fast, das seht ihr gleich. Wobei, ich fange am besten einfach mal mit den Fast-Produkten an. Und zwar haben wir diesen Monat Badekristalle von Kneipp. Ja, gut, wie die Kamera fokussiert, muss ich noch rausfinden. Soll mir verziehen. Ja, Badekristalle, das sind 2 Tütchen mit verschiedenen Sachen drin. Einmal Blutorange soll die Lebensgeister wecken und Grapefruit macht gute Laune. Kann ich ganz gut verstehen. Nur leider habe ich keine Badewanne. Das heißt, schade. Nicht das Produkt, was ich brauchen kann, aber wie gesagt, das ist halt bei dieser Box so, da kann alles drin sein, was DM zu bieten hat, nicht nur Beauty-Produkte. An sich eigentlich eine ganz coole Idee. Ich denke mal, ich werde irgendjemanden finden, der eine Badewanne hat und der sich da über ein kleines Geschenk bestimmt freuen würde. Ich mache es auch nicht auf. Ich denke mal schon, dass es ganz gut riecht. Von Kneipp habe ich einige gute Düfte-Erinnerungen, von daher nette Idee, aber DM, nicht jeder hat eine Badewanne. Duschgel ist auch super. Ja, noch ein Fast-Produkt, was so, da habe ich ein bisschen lachendes und ein weinendes Auge, weil es ist von Balea Man eine Handcreme. Handcreme ist immer super, Balea ist auch super. Die Männerreihe von Balea findet mein Mann super, aber der ist dermaßen uneitel, der benutzt auch keine Handcreme. Ich kann mir aber vorstellen, steht drauf für beanspruchte Männerhände, dass das ein super Zeug sein wird für mich im Winter. Weil durch die ganze kalte Luft draußen, Heizungsluft drin, ich habe super schnell total trockene Hände. Und dann werde ich das einfach mal testen, ob ich mit der Creme was anfangen kann. Eigentlich eine super Sache. Riecht, soweit ich das jetzt gerade gemerkt habe, relativ neutral. Also ich habe jetzt nichts festgestellt. Quasi nach nix. Mal gucken, wie sich das entwickelt. So, dann haben wir noch 3 Produkte. Okay, 5 minus 2 macht nun mal 3. Dann haben wir einmal von Nivea. Ja. Nivea. Eine BB-Creme. Netterweise in der Nuance hell. Was, wie ihr ja nun mal sehen könnt, für mich eigentlich ganz passend wäre. Habe ich jetzt alles auch noch nicht ausgepackt. Alles exklusiv neu für euch ausgepackt aus meiner Box. Ich versuche gerade mal einen Swatch. Okay. Das ist schon ein bisschen dunkel, aber. Oh je. Naja. Muss ich mal gucken, wie das im Gesicht aussieht. Aber man sieht jetzt schon, dass das also auf meiner Hand zumindest schon viel zu dunkel ist. Okay, hell ist mal wieder anders, aber das habe ich auch schon öfter festgestellt. Okay. So. Jetzt habe ich. Haha. Leute, es tut mir leid. Ich habe mich verzählt. Es sind 6 Produkte. Ich meine, im Kopf zu haben, dass es sonst immer nur 5 waren.
kann mich aber auch irren. Wir haben mal wieder ein Shampoo, nachdem letzten Monat von Vella eins drin war mit einer Winteredition, wo die Winteredition sich ziemlich auf die Verpackung beschränkt hat, also kein Weihnachtsduft oder so. Aber gut, wenn man schwimmen geht und man nimmt ein Shampoo mit, was man zur Not auch vergessen kann, weil man nicht für bezahlt hat, ist es okay. Ich fand es jetzt nicht so berauschend, aber wie gesagt, zum Info mal mitnehmen ist es okay. Diesmal haben wir eins von Dove. Da steht drauf Anti-Spliss-Expert. Klingt für mich erstmal ganz gut, weil meine Haare durch die ganze Färberei und so ziemlich angegriffen sind. Ich habe zwar letztens beim Friseur die ganzen kaputten Enden zum Großteil wegschneiden lassen, aber irgendwas ist sicher noch da. Von daher, sobald mein momentaner heiliger Gral, wie es ja momentan überall so schön heißt, von Balea aufgebraucht ist, werde ich das auf jeden Fall mal testen. Riecht eigentlich auch ganz nett. Ich habe von Dove noch nicht so viel benutzt, aber es riecht so ein bisschen fruchtig. Also das trifft schon so ein bisschen meinen Nerv. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal näher antun. Dann, davon habe ich schon in meinem letzten bzw. ersten Video, das ich überhaupt gemacht habe, gesprochen. Von Syos ist das ein Produkt, das 4 Tage Glättung verspricht. Ich guck mal gerade. Also man kann das also anscheinend im trockenen und im feuchten Haar anwenden. Feucht dann natürlich vor dem Föhn, weil man soll die Haare ja nicht glätten, wenn sie feucht sind. Also hier steht das auch hinten drauf, entweder 4 Tage lang oder bis zur nächsten Haarwäsche. Aber ehrlich, ich versuche zwar mir weniger die Haare zu waschen, aber 4 Tage, nee. Das wird dann wahrscheinlich bei mir höchstens 2 Tage sein, aber ist ja auch schon mal nett. Wie ihr schon wieder hier sehen könnt, meine Naturwelle kommt durch. Vielleicht hilft's, mal gucken. Mit Syos bin ich bis jetzt nicht so zufrieden gewesen. Farbe hielt absolut nicht und Shampoo hatte ich noch strähnigere Haare als vorm Waschen. Von daher, ich bin ein bisschen skeptisch, aber mal gucken, was draus wird. So, dann haben wir noch von Evelyn den neuen Lidschattenpinsel. Der hat so eine leichte Hufeisenform. Ich guck mal gerade, ob ich die Packung aufkriege. Die haben hier immer so diese Etikettenanhänger. Kennt ihr die? Wenn man irgendwie Klamotten kauft und das Schildchen ist mit solchen Dingern eigentlich immer befestigt. Und hiermit macht Evelyn ja auch die Produkte zu, um die vor Diebstahl zu schützen. Was ich ein bisschen nervig finde, weil das immer echt total schwierig abzukriegen ist, weil das nur so mini kurz ist. Oh, ist immer noch nicht ab. Von dem Pinsel habe ich schon eine ganze Menge gehört, dass er sich als Lidschattenpinsel, was er eigentlich sein soll, nicht so gut eignet. Aufgrund seiner Form und auch vom Aufnahmevermögen von Produkt und so weiter. Es wurde schon gesagt, dass der ganz gut für Concealer geeignet ist. So, jetzt habe ich ihn raus. Also so sieht er aus. Wenn man jetzt nicht sieht, dass das ein Pinsel ist, wird man erstmal meinen, das ist so ein Stäbchen, womit man die Nagelhaut zurückschiebt. Aber es sind tatsächlich Bürstchen. Dadurch, dass der so zweifarbig ist, erinnert der mich so ein bisschen an einen Stinktierpinsel, nur dass der halt schräg ist. Ne? Ja. Ich bin kein Pinselexperte. Also ich finde ihn so ganz gut gebunden. Also meiner, auch wenn ich jetzt mal so dran rumzupfe, verliert ja keine Haare. Ich muss mir halt mal angucken, wofür der sich jetzt für mich am besten eignet. Ich meine, da hat jeder auch so seine Vorlieben. Ich trage zum Beispiel Lidschattenpinsel fast nur mit so flächig gebundenen Pinseln auf, weil ich mit Blenderpinseln und wie die alle heißen nicht klarkomme. Also ich habe erst sehr spät angefangen, mich überhaupt mit Pinseln zu schminken. Vorher diese Kunststoffapplikatoren und Schwämmchen fürs Make-up und so weiter. Da muss man sich eh noch reinfinden. Ich bin halt kein Profi, ne? Will ich auch gar nicht sein. Und ja, ich rede mal wieder viel zu viel drum rum. Ja, das war eigentlich so meine Box. Ich guck mal, dass meine Katzen von meiner Kiste wegkommen, weil die sind nämlich schon wieder mit diesen Dingern beschäftigt. Ja, ihr seht schon, das ist schon so ein bisschen auseinandergegangen hier. Da waren sie gerade schon dran. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gebt mir weiter Feedback. Das letzte
Video kam anscheinend ganz gut an. Darüber freue ich mich natürlich. Es macht mir auch ziemlich viel Spaß. Also gebt mir auch gerne Kritik, wenn sie konstruktiv ist, natürlich. Gebt mir Tipps, was ich besser machen kann. Wahrscheinlich langsamer reden oder so, weil da bin ich manchmal ein bisschen schnell, das merke ich selber. Ja, lasst es mich einfach wissen, was gefällt euch nicht, was kann ich anders machen.